Die übrigen Neuankömmlinge starten einen letzten verzweifelten Versuch. Sie sind in das Parlament eingedrungen und wollen dort den ganzen Sprengstoff einsetzen, den sie noch haben. Bitte suchen Sie Mr. Fleming auf, um die Geschichte ein für alle Mal zu beenden. My fees are not negotiable. I'm afraid I don't understand it. Mehrere Ziele innerhalb des Palastes. Alle bewaffnet und gefährlich. Und was das Schlimmste ist, der Premierminister wird vermisst. Sie müssen sich um die Templer kümmern. Ziel 1 ist in einem Korridor in der Nähe, umgeben von Zivilisten. Und er trägt Sprengstoff an seinem Körper. Sie müssen ihn unbedingt überraschen. Sobald er sie sieht, sprengt er seine Bombe. In der Zwischenzeit suche ich nach dem Premierminister. No more! Please! Dead as a drowned rat. Gut gemacht. Aber hier sind noch mehr Attentäter. Sie müssen verschwinden. Und zwar schnell und lautlos. Assassine! Ich brauche keinen Grund, um dein Leben zu beenden. Quite odd. Should I be concerned? What's happening over there?
Jungs. No respect for other people. Ach, lass mich eine Klemme. Gott schütze mich. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ortsferner. Stay down and this sleep. Old city's got time for the grave. Bloody ridiculous what people think is fair and decent behaviour. Sure, knock down whoever you want just in the about street. My that's the London one. Can I pass in church or something? Stop to that. The Almighty certainly seems to take grave personal offence for me. This old city's gone mad as that is. Bloody ridiculous what people think. I thought I'd seen it all. That's just about my luck. Did I fart in church or something? The Almighty certainly seems to take grave personal offence for me. Mr. Fleming? Ich habe den Premierminister gefunden. Kein Schritt weiter, verstanden? Es ist aus. Siehst du es nicht? Die Houses of Parliament werden Punkt 12 explodieren. Und weder du noch sonst irgendjemand kann das jetzt noch aufhalten. Die Houses of Parliament werden eingeäschert. In nur einer Sekunde. Finden Sie die Bomben, bevor sie hochgehen! Thank you.
that this behavior is most unbecoming? Look at yourselves. He's an old fella. Someone must be looking for him. Drunken outbursts. You'll feel that you are being mistreated. You're frustrated. What the hell is all that about? These unnatural troubles that... Vielen Dank, junger Freund. Bitte begleiten Sie mich. Sie und Ihre Schwester wurden gerufen. Sie ehren uns mit ihrer Loyalität und Courage. Mögen wir das Empire noch lange sterben. Eure Majestät, die Sicherheit unseres Volkes ist unser wichtigstes Anliegen. Aber mit dem größten Respekt. Unser Credo verbietet uns die Mitwirkung an der Ausweitung des Imperiums. Vielleicht, Ma'am, zieht ihr in Betracht, eure imperialistischen Pläne aufzugeben. Wir verstehen und respektieren Ihren Standpunkt. Letztendlich sind Sie Ihrem Credo verpflichtet. Doch erweisen Sie uns ein letztes Mal die Ehre und nehmen Sie diese Geschenke an. Adieu. Möge Gott Sie auf all Ihren Wegen beschützen. Ich glaube nicht, dass sie dir nochmal Kuchen anbieten wird.